Zu Wort gemeldet hat sich Bundesrat Magister Christian Buchmann. Meine Damen, Christian Buchmann ist von der ÖVP aus der Steiermark. Herr Staatssekretär, liebe Kolleginnen und Kollegen des Bundesrates, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sie unseren Beratungen folgen. Ja, Chancen nutzen, Potenziale heben, Risiken sehen und das hervorgerufen durch eine Digitalisierung, die von den Vorrednern angesprochen worden ist. Ich möchte ganz kurz zu den Risiken auch sagen, dass natürlich die Digital Divide, also die digitalen Klüfte, die es in unterschiedlichen Bereichen gibt, Sorgen bei den Menschen hervorrufen. Und diese Sorgen sollten wir offen adressieren. Das sind Arbeitsplatzsorgen, die in einzelnen Bereichen gegeben sind. Das sind Sorgen der schon adressierten älteren Bevölkerung, die glauben, hier nicht teilhaben zu können in einzelnen Lebens- und Gesellschaftsbereichen. Das sind aber auch die Sorgen der Menschen im ländlichen Raum. Wir haben eine gewisse Missallokation und der Herr Staatssekretär hat es angesprochen, der Ressourcen. Wir haben in den Ballungsräumen der Bundeshauptstadt, den Landeshauptstädten eine Überressourcenverteilung, was beispielsweise die Breitbandinfrastruktur betrifft, und wir haben enorme Defizite im ländlichen Raum, die nach und nach durch Breitbandmilliarden auch entsprechend geschlossen werden sollen. Aber diese Risiken sind zu sehen und diese Sorgen sind ernst zu nehmen. Und die Risiken für die Wirtschaft, aber auch für die öffentliche Verwaltung und alle nachgelagerten Bereiche, wenn ich an das Thema des Datenraubs denke, wenn ich an die Themen der Wirtschaftsspionage denke oder wenn ich an die Cyberattacken, insbesondere im Bereich der kritischen Infrastruktur denke, dann haben wir noch einiges an Hausaufgaben gemeinsam zu leisten, was aber nicht heißt, dass wir nicht die Chancen nutzen sollten und nicht die Potenziale entsprechend heben sollten. Und die E-Government-Strategie Österreichs 2023, Glückwunsch, Herr Staatssekretär, ist gut formuliert und, glaube ich, gemeinsam gut getragen, weil sie ein Treiber für Wachstum und Zukunftssicherung ist und weil die Transformation in allen Gesellschaftsbereichen angekommen ist. Denken Sie an die während der Pandemie mittlerweile üblichen Videokonferenzen, denken Sie daran, dass viele Handelswaren on demand bestellt werden. Denken Sie an das Freizeitverhalten der Urlaubsbuchungen, die mittlerweile digitalisiert durchgeführt werden. Also der technische Wandel ist in der Gesellschaft angekommen und die öffentliche Verwaltung hat ihre Hausaufgaben zu lösen, aber auch die Wirtschaft hat die Chancen des digitalen Wandels, die Chancen der neuen Geschäftsmodelle, die dadurch entstehen, entlang aller Wertschöpfungsketten entsprechend zu nutzen, damit es nicht dazu kommt, was die Sorge von Menschen ist, dass Arbeitsplätze in Gefahr sind, sondern das Gegenteil davon. Die Digitalisierung hat viele, viele Chancen. Denken Sie beispielsweise an die Steuerung von Verkehrsströmen, das Reduzieren von Staus und von Emissionen. Denken Sie an das Thema des autonomen Fahrens, das möglicherweise unsere Mobilität völlig neu gestalten wird. Denken Sie an die Umweltsensorik, wo es um die Steuerung des Wasserverbrauchs geht und damit der Verbrauch und Verschwendung von Wasser reduziert werden könnte, in Tagen wie diesen ein besonderes Thema. Denken Sie an die Optimierung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen oder auch die schon adressierte KI, wo gestützte Bilderfassungssysteme für die Optimierung von Recyclingprozessen eine Rolle spielen und wir damit zu Wertstoffen kommen können. Auch das Land Steiermark setzt hier wesentliche Impulse. In der Agenda Weiß-Grün hat die Landesregierung und der Landtag hier zahlreiche Initiativen gesetzt, nicht nur was die ältere Bevölkerung betrifft, sondern auch im Forschungs- und Entwicklungsbereich. Das Wirtschaftsressort ist sehr am Ausbau der Breitbandinfrastruktur dahinter und setzt auch mit Förderprogrammen wie Lebensnah oder Cybersicherheit entsprechende Wirtschaftsförderungsprogramme, um die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Es gäbe viel zu sagen. Ich schließe damit, dass auch der Europaausschuss des Bundesrates sich mit der
Interoperabilität von digitalisierten Systemen auseinandergesetzt hat. Wir hier ja auch eine Mitteilung an die Europäische Kommission geschickt haben, weil es hier für die Bundesländer und für die Gemeinden schon noch eine Frage ist, wie hier damit umgegangen wird und wie auch die Frage der Regionalität entsprechend berücksichtigt werden kann. Wir haben also eine Fülle von Hausaufgaben zu tun. Die Chancen sind zu nutzen, die Potenziale sind zu heben und die Sicherheit ist der Bevölkerung zu geben. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Christian Buchmann erwähnt die Vorteile der Digitalisierung, etwa das Reduzieren von Staus, autonomes Fahren und die Optimierung von Klimaanlagen. Mit dem Einsatz von KI, also künstlicher Intelligenz, können Recyclingprozesse optimiert werden.